Sehr gutes Argument, Sascha. Genau, das ist halt das, was wir ja vorhin schon meinten. Minecraft ist ja im Grunde nichts anderes als ein Baukasten, wenn man so will. Das ist ja genauso wie der Pinsel von einem Maler. So, und das kannst du ja eigentlich gut miteinander vergleichen, weil du kannst aus Minecraft, also das Grundkonzept, was dahinter steht, ist ja, ist halt gegeben, wie du sagst, halt ein Werkzeug. Und was dann daraus entsteht am Ende, das sind ja dann, das ist ja wieder nur ein Beispiel in Videospieleform, was dann zum Beispiel für Welten entstehen oder was für, wie du vorhin meintest, GTA 4, die Städte zum Beispiel. Ja. Und das ist halt ein ganz simpler Aspekt eigentlich, ne, diese Weltenschöpfung, aber das ist ja auch immer so eigentlich, ne? Wenn wir jetzt von künstlerischen Aspekten reden, dann steht ja immer etwas Schöpfendes dahinter. Klar. Das heißt, der Musiker, der macht seine Komposition, der Maler, der malt sein Gemälde und das kommt alles irgendwie aus dem Kopf. Ne? Und der Spieler hier, der erschafft ja, wie der Sascha gesagt hat, eine Welt und der ist ja, die Kreativität in Minecraft ist ja bei 1000%, ja, du kriegst ja nichts vorgegeben. Guck mal, irgendwann hast du sowas da stehen, so eine Burg und machst dann Redstone, lässt dann da so einen Zug runter fahren, also so eine Gondel meine ich. Lässt einen fahren. Und Minecraft ist so echt so ein ganz, ganz besonderes Phänomen. Es hat auch eine unbegrenzte Spielzeit, du hast auch einen Multiplayer-Modus in der Welt, du kannst mit deinen Freunden gemeinsam was erschaffen. PvP-Modus lasse ich jetzt mal weg, aber ich finde halt, Minecraft ist so ein Ding, was immer wieder neue Facetten ermöglicht. Varo zum Beispiel, kann man als Beispiel nehmen, wenn Minecraft damals, guck mal, was das für ein riesen Event immer ist. Ja, und das ist ja auch sozusagen die Plattform dafür, die es anbietet. Ja, das geht ja sogar so weit, dass Minecraft ja auch in Schulen angeboten wird. Ja. Ne? Ja. Es gibt ja jetzt diese Education Edition, wo dann Minecraft für bestimmte Schulen lizenziert wird und wo dann Schüler tatsächlich dann davor gesetzt werden, um was zu malen oder um was zu erschaffen halt. Ne? So, das ist ja im Grunde nichts anderes als ein Kunstunterricht früher mit einem Pinsel. Ja. Ne? Was haltet ihr von The Last Guardian oder Shadows of Colossus oder der Vorgänger davon? Ja, es ist ähnlich wie The Journey, ne? Also das kann man, glaube ich, miteinander vergleichen, oder? Mhm. Also das ist einfach ein Spiel, was halt vieles anders macht, wo dann vielleicht der Kernaspekt einfach mal darauf gelegt wird, dass man jetzt sich selber hat und einen Begleiter, das war ja auch schon bei Ico so, bei Shadow of the Colossus war es noch ein bisschen anders, da ging es ja dann um diese gigantischen, irgendwie unschuldig wirkenden Kolosse, ne, die man trotzdem ja eigentlich töten muss sozusagen, ne? Und obwohl sie eigentlich niemandem was getan haben. So, und bei, was sagst du, bei Dings hier, Last Guardian ist es ja dann dieser Tierbegleiter. Ne? Man baut ja dann eine reelle Bindung auf als Spieler. Das versucht dann halt der Künstler halt dahinter zu erreichen. Ne? Aber ich höre immer von vielen Menschen, die sagen, ja, also Last Guardian ist nicht so meins, weil das so eine ganz spezielle Art und Weise hat, dieses Spiel. Ne? Ja. Das meine ich ja mit der breiten Masse. Spricht es dann breit, also ist es riskant, dann solch ein Spiel zu entwickeln? Was dann auch 10 Jahre, wie lange war das? 10 Jahre, ne? Ja. Schon eine Zeit. Es ist halt immer riskant, wenn man ein Spiel entwickelt. Und gerade bei so Themen oder bei Spielen, wo du nicht wirklich die ganze Zeit Action um dich rum hast und wo du halt sehr viel zuhören musst und nicht sehr ins Spiel hineinversetzen musst, ist es natürlich immer schwer. Ja. Weil ich behaupte einfach mal ganz dreist, die breite Masse will von Spielen unterhalten werden. Und zwar die ganze Zeit. Es muss immer irgendwas passieren. Und wenn man dann zum Beispiel einen Dialog hat mit seinem Begleitertier oder wenn es überhaupt sprechen kann, ich weiß es ja nicht, ich habe es ja nicht gespielt. Ist das für viele langweilig. Sag immer, Sascha. So. Genau, du musst dann in den PlayStation-Controller deinen Namen reinsprechen und das wiederholt es immer. Selber wieder. Ja. Wie ein Pokémon halt. Genau. Aber ich denke halt, für viele ist es halt sehr langweilig. Also ja, ich persönlich. Man muss sich halt, das ist das Ding, man muss sich komplett drauf einlassen. Ja. Man muss diesen Gedankengut des Entwicklers komplett teilen. Man muss dann sitzen und sagen, ach so meint ihr das. Das ist ja auch nicht bei jedem möglich. Ich finde, The Last Guardian ist so ein Ding. Ich habe ein gutes Beispiel. Es gab mal eine Kunstveranstaltung, da lag ein Füller auf dem Boden und der war auf. So, der lag einfach auf dem Boden und war ein Füller, der war auf. So, die Leute standen alle drum. Oh, was möchte uns der Autor damit sagen? Ich würde sagen, da ist ein Füller runtergefallen, mach ihn wieder zu, weißt du? Aber es gibt Leute, die stehen dann davor, oder es gibt 3 graue Bilder. Eins davon ist 2% grauer, dunkler. Dann gehen die dahin, boah, das ist sowas krass, hab ich noch nie gesehen. Und dann fragst du, was kostet das Bild? Ja, 500.000. Dann denke ich mir, es sind 3 Bilder, wo es gibt auch ein gutes Beispiel, ziemlich beste Freunde, habt ihr ja auch gesehen, den Film. Also es ist so, dass
der Protagonist, ich weiß nicht, wie heißt er denn? Ich weiß, welcher Schauspieler ist, der Oma, der spielt das, aber ich weiß jetzt gerade nicht wieder. So, und dann geht er hin, macht so ein bisschen Farbe dran und dann ist das Kunst, so weißt du? Und er sagt halt, boah, wie krass. Also ich finde halt, The Last Guardian ist so ein Ding, wie mit dem Füller. Leute können da hingehen und können sich da rein, die können sich da reinversetzen und können das verstehen, aber es gibt auch Leute, die das zu milde betrachten und die sagen dann, ja, ist jetzt nicht so meins. Ja, weil wenn sich jemand vom Füller stellt und die ganze Zeit sagt, boah, na gut, ich sag mal, selbst mit dem Kunstwerk des Füllers, da wollte der Künstler wahrscheinlich auch irgendwas vermitteln, irgendwas ausdrücken und vielleicht bei dem Zuschauer oder bei dem halt Betrachter irgendwas auslösen. Ne? Er wollte den ja anregen zu irgendwas. Und das ist halt beim Videospiel genauso, zum Beispiel bei The Last Guardian. Der will auch dich anregen, dass du dann halt diese Verbindung aufbaust zum Beispiel. Nur, also da kann man das vielleicht jetzt ein bisschen besser interpretieren wie beim Füller. Ne? Ja, beim Füller denke ich mir, hast du einen Schaden. Ja. Also tut mir leid. Da gibt es vielleicht auch ganz andere Kunstkenner, die klar, sich da voll auskennen in der Materie. Und da sind wir nicht drin. Ne? Nee, aber als, ich sag mal, als Normalsterblicher, der sich damit nicht auskennt, das ist so, das ist ein Phänomen, das passt einfach auf The Last Guardian perfekt zuzuschreiben, weil, oder Flower für die PlayStation 3, wo du einfach durch die Blumen fliegst, ja. Journey, Limbo, das sind alles so Games, wo du wirklich dich so komplett vorein, du musst das echt spielen, wenn du alleine bist und komplett dich darauf fokussieren kannst, weil wenn du das mal zwischen Türen angespielst, ergibt das gar keinen Sinn, weil du denkst, ja cool, ey, aber es ist nicht so meins. Beispiele sind noch Dear Esther, ja. Esther ist eine nette Dame. Dann Everybody Gone to the Rapture, das ist, glaube ich, dieses Spiel, was so ein bisschen wie so ein, mit dem Dorf, ne, wo du in diesem Dorf bist, das sieht richtig... Polnischen Dorf, irgend so ein Mordfall oder so passiert ist. Genau. Und das sieht auch sehr, boah, fantastisch aus. Jetzt kommen wir aber mal zum Spiel, da bin ich mal gespannt, wie ihr das findet. Heavy Rain, ja. Heavy Rain ist für mich eigentlich kein Spiel, sondern ein interaktiver Film. Findet ihr, das sollte man schon als Spiel noch durchgehen lassen? Oder weil, ich meine, eigentlich, du spielst ja sehr, sehr wenig, du bist ja nur jemand, der Buttons drückt, ja, zu bestimmten Momenten. Aber das ist ja schon ein Spiel, also du... Du kontrollierst quasi das, was in dem Film passiert. Also spielst du diesen Film. Ja. Also es ist kein Spielfilm, wenn man das jetzt übersetzen würde, aber es ist halt, für mich persönlich ist sowas zum Beispiel überhaupt nichts, weil dann kann ich mir auch einen Film angucken und muss dabei halt, kann mich ein bisschen zurücklehnen, ein bisschen Film gucken und jetzt so ein Spiel zu spielen und da aktiv natürlich mitzuwirken, ist interessant. Aber für mich persönlich überhaupt gar nichts. Ja, gar keinen Reiz. Warum nicht? Also findest du es zum Beispiel nicht ja, sehr immersiv, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn der sich einen Finger absägen muss und du musst dann selber dann am Joystick da sägen oder so? Würdest du das dann nicht irgendwie sehr eindrucksvoll finden? Oder was meinst du, wieso ist das nicht deins? Aber vom Genre her. Das ist schwer zu erklären. Für mich ist es halt, ich habe mehr das Interesse zuzuschauen und zu sehen, was passiert, anstatt wirklich da drin zu sein, weil du hast ja auch dann irgendwo eine Drucksituation, eine Stresssituation, was soll ich machen, was soll ich machen, und bei so einem Film will ich mir es einfach nicht antun, da will ich einfach zugucken. Ja. Das ist natürlich der Unterschied zwischen Medium Film und Videospiel. Du bist einfach Beyond Two Souls war ja genauso. Involviert in die Handlung, egal wie, du bist aktiv irgendwie involviert. Ne? Uncharted hat mir schon The Last of Us, ist meiner Meinung nach wirklich, das ist wahre Kunst, aufgrund der Tatsache, es gibt kein Spiel, was mich persönlich betrifft, storybezogen, das mich so in seinen Bann gezogen hat wie The Last of Us. Und ich spreche ja, ich bin ja nicht alleine damit, ja, wenn man sich die Reaktion von The Last of Us 2 anguckt. Und ich finde, es ist einfach so, dass dieses Spiel, diese ganze Inszenierung, die ganze Welt und so alles, das ist, da saß das Entwicklerstudio und hat nicht unter Zeit gearbeitet, die haben einfach machen können. Die haben ihre ganzen Ideen umsetzen können. So, und ich glaube, das ist einer der größten Probleme in der Videospielbranche heutzutage, dass vieles mit Release-Termin und Zeitdruck und alles, sehen wir ja bei Assassin's Creed, der letzte Ableger, der war ja gar nicht schlecht, aber die Leute, die waren irgendwann so an den Punkt gekommen, dass sie so dermaßen genervt waren, dass Ubisoft selbst sagen musste, ey, wir machen das jetzt nur noch alle 2 Jahre, damit wir diesen Qualitätsanspruch wieder halten können. Ja? Ja. So, und das ist für mich, das sind so Sachen, die tun mir voll leid, weil es gibt immer Leute, die dann dahinter sitzen und so viele kreative Ideen haben, aber dann kommt eben ein Entwicklerstudio oder die Aktien müssen gehalten, ein Publisher, die Aktien müssen gehalten werden und so, dann kommt, okay, wir müssen das jetzt rausbringen, ja? War ja wie bei Kojima da mit Konami. Schlussendlich hatte er ganz andere Vorstellungen in seinem Kopf wahrscheinlich als ne, der Entwickler und der Publisher, und dann muss man halt schauen, wie es dann weitergeht oder so. Ja, ne? Also logischer, konsequenter Schritt, dass er gegangen ist. Aber du hast ja gerade The Last of Us erwähnt, das finde ich eigentlich ein echt gutes Beispiel, weil das ist ja wieder irgendwie so ein, also das ist für mich auch echt ein Kunstwerk, muss ich echt mal sagen. Nicht nur wegen dem Narrativ, nicht nur wegen den Figuren, sondern auch wegen dieser gesamten Symbiose, diesem musikalischen Aspekt, ne, von Gustavo Santaolalla, ist ja ein ganz berühmter argentinischer Künstler auch.
muss man ja mal sagen. Das ist ja, alleine haben wir da schon, die Musik ist ja an sich schon Kunst. Ja. Ne? Dann haben wir die Welt, diese postapokalyptische Welt, die ist auch sehr gut ausgearbeitet. Habe ich lange nicht mehr gehört, das Wort von dir, Ben. Ja, Postapokalypse. Kommen, ne? Weil als wir früher mal den Sieg gespielt haben, immer lass mal in die Postapokalypse. Jedes Mal. Ja? Nee, aber das ist ja auch dann wieder ein weiterer Aspekt. Und wie gesagt, die Figurenkonstellation ist natürlich top da mit den beiden, ja, ne? Mit der Ellie und mit dem Joel. Es zeigt sehr viele Aspekte auf, muss man echt mal zugeben. Ne? Und da muss auch dann jemand außenstehend das dann mal erkennen, oh krass, das ist aber echt viel, was da zusammenkommt. Und das bildet dann vielleicht auch wieder eine ganz eigene Form von Kunst. Aber für mich sind irgendwie immer so Spiele, die irgendwie mich so packen, weißt du, wenn ich so storymäßig, dass ich so mit den Charakteren mitfühle, dann sage ich mal, boah, das ist ein Kunstwerk. Ja. Aber so ein COD Infinite Warfare 58 ja, ist für mich kein Kunstwerk. Trotzdem kannst du das, was Sascha vorhin gesagt hat, nicht verkennen, weil alleine die der Aufbau der Welt ja, zum Beispiel. Ja. Ne? Alleine nur das, also die Grafiken, die Welt, die da geschaffen ja, haben, ist ja an sich schon ein Bild, ne? Was echt schön ist. So. Ja, aber und dann kommen noch viele andere Sachen dazu. Aber Nuketown 58 ja, mal recyceln und dann ein bisschen. Aber jetzt bist du ja voll im Multiplayer drin, weil Call of Duty jetzt ist der aktuelle Teil ja auch ein Singleplayer mit einer Kampagne. Und ich denke, die erzählt auch schon was Schönes. Also, ja, aber ich habe es auch nicht gespielt, leider, aber ich denke nicht, dass es einfach so ist. Ja. Ich möchte jetzt nicht gegen CD immer wäschen, aber ich finde immer so Titel, die wirklich jedes Jahr rauskommen, da denke ich mir jedes Mal so, wobei man sagen muss, bei COD, die haben drei Entwicklerstudios, Infinite Warfare, Tri-Age und ich glaube, Triarch und Sledgehammer Games, glaube ich, die daran arbeiten. Was ich aber wiederum gut finde, ist zum Beispiel jetzt bei dem neuen Game zu Star Wars, ja, was ja gerade entsteht von den Machern von Dead Space, da haben wir noch gar nichts gesehen, ja, außer einen kurzen Teaser-Trailer, aber ich finde es gut, dass man da sagt, ey, ihr habt Zeit, macht einfach mal, so weißt du, und ich glaube, dass das dann letztendlich auch wichtig ist. Ja, ich finde, Videospiele können nur entstehen, richtig gute, wenn man Zeit hat. Ne? Es gibt so viele Games, die einfach mal so rausgepfeffert werden, also die Simulation braucht ja gar nicht alle anfangen. Ja, das ist der kreative Schaffungsprozess, der braucht natürlich Zeit. Du kannst dich nicht hinsetzen und dann sagen auf Druck, ja hier, jetzt sei mal kreativ, jetzt denk dir mal was aus. Klar kann man das irgendwo bis zu einem gewissen Grad, aber so, ich sag mal so, die pure Kreativität, die dann wirklich aus dir rauskommt, weil sie einfach dann kommt, so, da musst du dich dann einfach hinsetzen, Sachen machen, zum Beispiel reisen oder halt irgendwie dich inspirieren lassen oder irgendwas, das kommt dann halt nicht einfach so. Ja, du das hast halt, merkt genau, man halt. Ne? Du hast halt das richtige Gefühl, wenn du nachts in deinem Bett liegst und darüber nachdenkst, was du da machen kannst. Ja? Zum Beispiel, nehmen wir mal ein gutes Beispiel, nehmen wir jetzt mal Planet Coaster. Ja, das ist ein simples Beispiel. Ich spiele das zur Zeit, so, und dann baust du deinen Park auf und das Spiel schafft es, dass du dann machst du Pause, spielst du mehr und dann gehst du pennen oder sowas und das Spiel schafft es, dass du in deinem Kopf weiter überlegst, genau wie bei Minecraft oder so, wenn du eine Burg baust, okay, wie baue ich das weiter? Boah, ich freue mich von morgen drauf, das weiterzumachen. Ja, und du schaffst ja dann, also dir werden eigentlich nur Werkzeuge hingeschmissen und mach mal. Und dann hast du letztendlich dann so deine Vorstellung, die in deinem Kopf entsteht, hast du dann visuell umgesetzt und das finde ich mega geil. Meine letzte Frage an euch, was wünscht ihr euch denn, was ist das wichtigste Element für euch in einem Videospiel, was den Kunstaspekt betrifft? Also abgesehen von der Grafik und von Texturen. Wie anfangs, glaube ich, schon mal gesagt, so eine Mischung aus allem. Weil du kannst kein Spiel machen, wo du sagst, ey, ich fixiere mich jetzt voll auf die Grafik und dann ist das künstlerisch gut, nur weil ein anderes Spiel auch mit guter Grafik auch Kunst ist, sag ich jetzt mal. Nee, ich meine für dich selber, was ist an einem Videospiel das Wichtigste für dich so, wo du sagst, boah, das ist mir sehr, sehr wichtig? Also ja, das ist halt so diese Atmosphäre, die ich beim Spielen habe und das setzt sich halt aus ganz vielen Punkten zusammen. Ich kann jetzt keinen Punkt sagen, das muss für mich da sein, damit es für mich Kunst ist. Also du meinst, wenn du dich in eine Welt zum Beispiel reinstellst, sagen wir mal, du spielst Watch Dogs 2 und stehst in San Francisco, dann ist es für dich, sobald du denkst, okay, ich stehe jetzt wirklich in San Francisco in diesem Spiel, guck dir mal hinten die Golden Gate Bridge an, der Nebel wieder da rum ist, dann ist es für dich schon Kunst, weil das Spiel hat dich, die Welt hat dich gepackt. Man macht quasi so einen Sprung von der Realität, von der virtuellen Welt in die Realität oder vergleicht das oder hat die Möglichkeit, es zu vergleichen, was man bei alten Spielen ja eher weniger hatte. Kunst ist immer so schwierig, weil es ist so mega viel Kunst und ich kann das irgendwie nicht an irgendwelchen Spielen oder Situationen festhalten. Aber um die Frage zu beantworten, ja. Ja, okay. Ja. Es ist aber interpretationsfähig Kunst, das ist ja das Problem. Ne? Mhm. Also ich finde ja auch zum Beispiel, dass nicht jedes Videospiel
Kunst sein kann oder es einfach nicht ist. Manchmal, das ist einfach, da fehlt dann einfach irgendwas. Nur weil ich jetzt 2-3 Striche mache, wie du vorhin sagtest, mit dem Beispiel von ziemlich beste Freunde oder so, dann ist das für mich ja auch noch keine Kunst, sondern das sind einfach nur 2-3 Pinselstriche. So. Und da, also beim Videospiel, da muss, also für mich muss da schon die Symbiose her. Da muss dann wirklich halt die Atmosphäre stimmen und das wird nur dadurch ausgelöst, indem dann wirklich auch die Musik stimmt, dann die Figuren stimmen. Also das ist für mich immer ganz wichtig, dass die Geschichte, also das Narrativ gut ist. Deswegen auch The Last of Us, Mass Effect oder Final Fantasy Spiele, das sind bei mir immer ganz Top-Dinger. Ja, und dann noch andere Sachen. Zum Beispiel finde ich bei Battlefield immer ganz bemerkenswert die Sounds, also nicht die Musik, sondern wirklich auch die Sounds. Ne? Die haben die so hochwertig produziert und ja, das das ist dann alles die Atmosphäre, ne? Das trägt alles dazu bei. Ja, wenn du dann rumläufst und die Knarre, der Schlamm und du hörst alles so, ja, das ist ja dann... Oder wie die da rumbrüllen teilweise, oder Regen, da hast du nicht gesehen. Wenn ein Schuss so knapp an deinem Ohr vorbeifliegt, ist es ja... Oder wenn er gegen den Helm knallt, immer... Weißt du? Eigentlich wollte ich eine letzte Frage stellen, aber ich habe noch eine Sache. In Deutschland sind Videospiele ja noch nicht so weit, dass sie als Kunst gelten. Was könnte man ändern, damit es so ist? Das ist eine gute Frage, ne? Tja, eine ganz normale, allgemeine Sensibilisierung für das Thema schaffen, ne? Also ich meine, es wird ja immer mehr gemacht. Politik sich mehr dafür ausspricht. Ja, also auch mehr halt, es gibt ja einen deutschen Videospielepreis und sowas, das führt ja schon alles in die richtige Richtung. Wenn dann halt wo ist das Budget gestrichen wurde? Ja, das wieder oder gekürzt ist, wurde. Natürlich, ja. Ne? Das ist ja ein Rückschlag für die Videospielbranche. Ja, natürlich, klar. In Deutschland. Ja, wenn man schaut, dass ein The Witcher 3 die Entwickler Millionen bekommen haben von Polen, ist das richtig? Polnische Regierung hat 9 Millionen investiert. 9 Millionen. Aber nicht für The Witcher, sondern für Cyberpunk, das neue Spiel, damit die neue Technologien erkunden. Genau, aber an das Entwicklerteam CG Project Red. Ja. So hieß es. Richtig. Genau, das ist, das ist wahnsinnig gut. Aber ich glaube, in Deutschland ist das noch ein sehr, sehr langer Weg, wenn das überhaupt mal passieren sollte. Man kann das ja abschließen mit der Tatsache, dass Videospiele in Deutschland bei Alexander Dobrindt liegt, der Verkehrsminister ist. Verkehrsminister. Ja? Der macht auch andere Posten, also der Posten heißt ja weiter Verkehrsminister und ich glaube Infrastruktur, ich weiß es gerade nicht komplett auswendig. Aber es ist halt irgendwie skurril, weil das ist ja was, also ich finde, das ist irgendwie, das sollte schon jemand... Da sollte schon auch eine vernünftige Instanz sein. Ja. Da müsste man nochmal gucken, wie es ist. Ich meine, der beschäftigt sich mit Videospielen und mit einer Maut auf der Autobahn, ja, weißt du? Und dann auch zu sagen, der kommt dann auf den Web-Videopreis, bin ich schon ganz durch, der kommt auf den Computerspielpreis und sagt, er wünscht sich Super Mario für die Playstation. Wobei er hat auch gesagt, fürs iPhone und inzwischen ist es ja da. Mr. Dobrindt, Sie haben es geschafft. So, das war's dann für heute mit Talking Games. Die nächste Ausgabe ist dann wirklich auch aus dem nächsten Jahr, ja, weil das haben wir jetzt, wir haben ein bisschen überrascht. Plot-Twist, der Wahnsinn. So. Ja, das ist eine Story. Wobei, ich habe das, glaube ich, schon am Anfang gesagt. Hast du am Anfang gesagt. Ja, wir können auf jeden Fall erzählen. Das ist ein bisschen wie Inception. Was können wir erzählen? Wie oft Ben heute narrativ gesagt hat. Ja, oder subtil. Ne, was hat er gesagt? Was sagst du immer, Ben? Du sagst noch ein anderes Wort mit S. That way is Gina. Ja, ich bin so doof, ich kann mir das nicht merken. So Leute, das war's mit Talking Games. Das ist die letzte Aufzeichnung in diesem Jahr. Wie gesagt, im nächsten Jahr geht's weiter. Wir werden eigentlich gar keine Pause machen. Ja, also wir machen jetzt eine Pause. Also wenn ihr das Video seht, ist die Pause schon vorbei. Aber wir machen jetzt eine Pause von einer Woche oder 2 Wochen, wo wir nicht im Studio sind. Eigentlich sind wir nur eine Woche nicht im Studio. Ne? Genau, Dennis kann rechnen. Nee. Krasser Urlaub. Wobei eine Woche, also wir haben 2 Wochen. Also in 2 Wochen sehen wir uns wieder, heute. Ja? Ihr nicht, nur wir hier. So, und wir sehen uns dann ab jetzt wieder regelmäßig, also die News und so weiter werden auch alle wieder regelmäßig kommen. Es ist nur so, dass ihr bedenken müsst, dass wir in der Zeit, wo Weihnachten und Silvester war, in der Zeit haben wir ganz viele Battles geliefert. Falls ihr die nicht gesehen habt, könnt ihr euch auch angucken. Da startet jetzt auch eine neue Staffel bald mit Curry und ich. Müssen ja gegen Ben und Patrick noch ran an die Buletten. Ja? Ich weiß gar nicht, ob die Folge schon ausgestrahlt wurde, ob wir gewonnen haben oder nicht, werdet ihr sehen. Und ich danke fürs Zusehen. Schreibt doch mal wirklich eure Meinung auch ein bisschen länger zu diesem Thema in die Kommentare unter diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt dieses Video weiter. Wenn nicht, erzählt es niemandem und zeigt es auch niemandem. Deswegen macht's gut, Leute. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hey, ciao. Hey, ciao. War mir eine Ehre, Lasti. War mir eine Ehre. Schön mit Ihnen.